Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mist Survival. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Es ist Mittwoch Bergfest und wir haben es jetzt Tag 25 um 6.29 Uhr. Die Nacht ist vorbei. Wir waren ja gestern hier in der Mine, haben zweimal den Berserker erfolgreich besiegt und haben alle notwendigen Mats für Eisen und Kupferbarren. So, die letzten Eisen sind jetzt hier durchgelaufen. Die holen wir uns noch gemeinsam raus. So, das heißt, wir haben jetzt 12 Stück und wir können endlich den Vorschlaghammer bauen. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen sortiert. Das kann hier bleiben. Das ist leer. Anders, alles andere ist schon verstaut. Das heißt, wir fahren gleich direkt zu unserer Base jetzt. Denn es wird Zeit für den Vorschlaghammer. Da freue ich mich jetzt besonders. Dann werden wir gleich die Munitionsbank quasi, die Reloaded Workbench war es, glaube ich, ne? Craften und wir werden Scott die zwei Kupferbarren geben, die er haben wollte. Und was wollte er noch? Müssen wir nochmal nachfragen, was er haben wollte. Aber die Mats mussten wir auch klappen. Dann können wir nämlich auch noch den Fahrstuhl hier reparieren. Vielleicht machen wir das heute auch gleich noch mit. Und dann wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge zu einem großen Loot-Ausflug kommen. Dann können wir endlich auch die ganzen Autos abbauen und so, ohne dass uns die Axt gleich nach 4-5 Autos kaputt geht. Ich glaube, der Vorschlaghammer, der hält schon eine ganze Stange mehr aus. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen wegen den Banditas. So. Die ausmachen brauchst du nicht, also zu aussteigen. Aussteigen reicht. So. Mit Gefühl hier rein. Sehr schön. So, wir sind wieder da. Ach, guck, Bobby ist wieder da. Der freut sich wenigstens. Kann ich so viel Platz hier zum Wenden, ne? Ja, wir haben es diesmal alles ein bisschen enger gehalten, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Zombies hier drin spawnen, sehr gering ist. So, dann kommen wir hier durch. Ne, jetzt hab ich mir schon gedacht. Sieht zwar so aus, als würdest du durchkommen, aber du kommst nicht durch. So, okay, so kannst du stehen bleiben. Nehmen wir da aus. So, hier kommst du durch. Machen wir erstmal die Tore zu. Sehr gut. So, pass mal auf. Wir müssen hier hinten gucken. An der Schmiede. Am Amboss. Da können wir den Vorschlaghammer craften. Zack. Nee, hier war er. Wir brauchen 10 Bretter. Oh, Low Quality Metal. Die haben wir, glaube ich. Einen haben wir auf jeden Fall. Also brauchen wir noch 3. Davon haben wir keine mehr. Aber das Gute ist, wir haben ja hier zum Glück noch was. Nehmen wir den 8er Stack mit. Ne, wir gehen aus rum. So. So. Dann schmelzt den mal ein. Wie viel kriegen wir? 4 locker. Zack, dann schmelzt das gleich mal. 29 Minuten. Die warten wir auf unsere Pritsche ab, da. Zack. Ne, nochmal will ich nicht. So, und wir brauchten 8 Bretter, ne? Zack. Dann nehmen wir das mit. Zack. So. Dann nochmal auf den Hammer. 10. Oh, 10 Bretter. Entschuldigung. Entschuldigung. 2 Bretter unterschlagen. Wo gibt's denn sowas? Split one, split one. Zack, jetzt haben wir 10 Bretter. Jetzt können wir unseren Vorschlaghammer craften. Den guten Sledgehammer. Dauert 1,5 Stunden. Mach mal. Es ist früh am Morgen, am Tag 25. Let's go. Sehr schön. 2 haben wir noch. Die brauchen wir ja für die. Da ist er. Oh, ist das schön. Oh, komm. Gleich mal tauschen. Wir gucken uns das gute Stück mal an. Oh, sehr schön. Endlich haben wir unseren Vorschlaghammer, der echt viel Mats gekostet hat. So, was brauchten wir jetzt noch hier? 2-2, dann ist das Ding fertig. Reloaded Bench, so hieß das. Okay. Hammer und Säge haben wir wieder nicht dabei. Zack, zack. So, jetzt können wir es bauen. So. Viertelstunde bloß noch, dann ist das Ding auch fertig. So, jetzt können wir mal reingucken, was wir hier alles craften können. Hat sich hier was geändert? Nein. Guck mal, die Revolver-Munition hat es immer noch nicht reingeschafft. Wenn die Munition vom Revolver alle ist, kannst du den wegschmeißen, weil du kannst keine Munition von dir craften. Ich verstehe es echt nicht. Handgranaten. Okay.
Also hier können wir anscheinend auch keine Mittel für die Molotow-Cocktails quasi craften. Da hatte ich schon eine kleine Hoffnung gehabt. So. Hier ist er. Scotty! So. Entschuldigung. Einmal reden mit dir. Tell me what you need. Copper Wire Quest. Ja, genau. Copper Wire Quest. 2 Copper Ingots habe ich. 2 Metal Scraps habe ich auch. Und Component Box. Looks like you have enough items. Un momento. Zwei haben wir. Das splitten wir mal zur Hälfte, vorsichtshalber. Zwei Metal Scraps. Die haben wir auf jeden Fall. Metal Scraps. Split half. Military Component. Ist das das? War das das, was er haben wollte? Wir nehmen mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Oh, was mit Component Boxen war es doch? Hallo, ich bin wieder da. Ach so. Oh, ich will mit der Maus rübergehen. So, jetzt kann man rübergehen. So. Copying God Metal Scraps Component Box steht hier. Das wird das ja wohl sein. Hand over items. Looks like you don't have enough items. Wir gucken mal nach. 2 Copper Ingot. Copper Ingot. 2 Stück. 2 Metal Scraps. Component Box. Military Component Box. Das kann ja nur daran liegen. Was ist denn eine Component Box? Ah, typischer Hand an die Stirn Meme. Das hier wird gemeint sein. Components. Split half. Split half. Ich denke mal, das wird gemeint sein mit Component Box. Oh, wie umständlich ist das denn beschrieben? Du hast zweimal Metal Scraps. Und dann schreibe ich Components schreiben und nicht Component Box. Eins. Zack. Hier, Component Box. Hier schreiben sie auch bloß zwei Metal Scraps. Warum schreiben sie nicht zwei Components? Da schreiben sie noch eine Box dahinter. Hier, nimm jetzt. Jetzt haben wir es. Sehr schön. I guess learning from NPCs, you will find the marker at them. Ja, hab ich doch schon. So, kann ich jetzt dieses komische Ding bauen? Talk. So, was brauchtest du für Molotow? Einmal eine leere Flasche, das hat man. Bus hat man und einmal weg hat man auch. Wollt ihr uns ja zeigen, wie das geht, ne? So, wie kann ich denn das jetzt craften? Wir gehen mal an die Workbench. Gezeigt hat er uns ja gar nichts. Jetzt geht's. Ein Glück haben wir noch zwei, ne? Für ein so ein Ding. Dann brauchen wir noch zwei Components. Component Box. Eieieiei. Split one. So, dann können wir das wenigstens einmal craften. Dann können wir wirklich auch schon mal den Fahrstuhl in Angriff nehmen. So, craften mal. Wir müssen auch mal viel mehr die NPCs mit einbeziehen, ne? Die machen nichts, die faulen Säcke. So, jetzt haben wir das. Dann brauchten wir einmal Klebeband. Davon haben wir mehr als genug. So, und wir können den Fahrstuhl reparieren. Sehr schön. Das freut mich. Wir haben Vorschlaghammer, wir können den Fahrstuhl reparieren. Wir sind bloß noch nicht schlauer geworden, was dieses Mittel für den Molotow-Cocktail angeht, ne? Das hier. Aber ihr habt mir ja gesagt, wir sollen einfach den Typen da im Tunnel mit den Blubberblasenschultern da einfach mal erschießen. Und dann kommst du da in den nächsten Bereich, in die Map-Erweiterung. Oh, der hat Hunger. Das ändern wir natürlich. Wir haben noch genug da. Und dann kannst du bei den Banditen dieses Mittel kriegen. Das heißt, da müssen wir auch mal Ausschau halten, ne? Das müssen wir dann mal demnächst mit angehen. Aber morgen gehen wir auf jeden Fall erstmal auf Loot-Tour. Dass wir hier auch alles soweit fertig kriegen. So. Das müssen wir ja auch noch fertig kriegen. 20 waren es, ne? 20 Metal Scraps. Also, wir müssen erstmal quasi Sachen farmen gehen. So. Dann können wir auch das hier nämlich auch endlich fertig bauen. Und hier ist noch Bretter. Okay, das können wir ja schon mal machen. Also, das heutige Ziel ist aber alles erreicht. Das freut mich schon mal. Kannst du das schon mal bauen? Das schon mal bauen? Das schon mal bauen? Das schon mal bauen? Und das schon mal bauen?
So, was haben wir denn noch so schönes? Der Repair Bench. Low Quality. 2 Left. Davon haben wir gar keine mehr, ne? Von 2 Zahnrädern. Für die Update braucht man ja auch noch welche. 4, also brauchen wir 6. Ah, so viel Mittel haben wir gar nicht. 6. So, 6 Stück. 24. 24 solcher Bahnen. 4 und... Halleluja. Das ist aber, das ist eine große Zahl, du. Wir nehmen mal das, was wir haben. Haben wir noch im Auto irgendwas? 24. Da haben wir noch 2. Hier haben wir schon mal einen. Nein, nein und nein. Gut, dann gucken wir einfach mal. Was kriege ich hier voraus? Ja, ne, ist klar, ne? So. 4 kriege ich ja auch plus 2 heraus. Das ist echt, das sind aber 4. Komm, schmeißen wir trotzdem ein, was wir haben. Das haben wir schon mal. So, zack. Und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Wo packen wir das Ganze? Ach, wir haben ja hier erstmal. Die haben wir ja noch gar nicht verbraucht. Räumen das mal hier rüber. So, Bretter, die sind soweit auch schon mal alle fertig. Dann kannst du es rüberräumen. Schießpulver kannst du das mal hier rüber. Obwohl, das kannst du dann hier rüberräumen. Dass man da mehr Platz hat. Ach, guck mal, hier hab ich schon mal ein 8er Stack. Dann machen wir das und dann fahren wir nochmal schnell zurück in die Mine und dann machen wir den Fahrstuhl noch zum Abschluss. So, jetzt haben wir schon mal 8. Mit dem sind es dann schon mal 9. Machen wir eine halbe Stunde. Das überspringen wir jetzt ganz schnell. Eine halbe Stunde, dann ist das nämlich schon mal fertig. Dann haben wir schon mal Mittag. Sehr schön. So. Zack. 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 So, da haben wir schon mal 9 Stück. 24 brauchen wir insgesamt, ne? So. Okay, gut, dann würde ich sagen, verstauen wir das erstmal. Für den Bau braucht maximal Hammer und Säge. Die lassen wir gleich mal hier drinnen. Spitzhacke, wenn wir einmal dort sind, können wir natürlich gleich noch die Mats mitnehmen. So, die wird hier erstmal reinhauen. Also einmal Klebeband, einmal das. Mehr braucht man gar nicht. So, Bobby, wenn wir den hier abhaust, Eigenschutz. Zwischenspeichern. Und dann düsen wir noch mal kurz zurück zur Mine, würde ich sagen. Das machen wir jetzt noch. Das passt noch rein. So, Berserker lassen wir natürlich aber links liegen, ne? So. Diesmal nehme ich euch natürlich mit. Diesmal können wir zusammen dorthin fahren. Ich hänge hier ein bisschen, oder? Kann das sein? So, let's go. Die Tür lassen wir jetzt offen. Scott und Rachel können da auch was machen. Im Moment sind es keine... Also Scott war bis jetzt doch schon eine große Hilfe. Er hatte die ganzen Baumstämme gefällt. Aber der Rachel, die hat noch gar nichts gemacht, ne? Die sieht einfach nur gut aus. So. Rum um die Kurve. So. Und schön sind wir wieder da. So. Wir haben begonnen hier. Wir enden hier die Folge. Das ist auch sehr gut, ne? So, machen wir Spitzhacke raus. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen bloß einmal wieder komplett durch die Mine durch, aber dafür funktioniert dann der Fahrstuhl. Und wir bekommen heraus, ob, wenn wir den Fahrstuhl benutzen, ob der Berserker deaktiviert wird. Immerhin hat sich das Spiel schon mal gespeichert, dass hier das Licht dann bleibt. Finde ich gut. Finde ich gut. No, sehr schön. Noch mehr Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Wäre jetzt fatal, wenn wir das hier liegen lassen würden, ne? 5. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Das brauchen wir ja auch für die Munitionsherstellung. Da ist das auch ganz wichtig. Das Einzige, was wir, wie gesagt, ignorieren, ist der Berserker heute. Den haben wir zweimal in der gestrigen Folge besiegt. Zink.
Das gute Zink. Mal gespannt, für wann wir das irgendwann mal brauchen, das Zink, ey. Bis jetzt gibt es, glaube ich, bloß für die Patronenhülsenherstellung, ne? Brauchst du ja diesen Bahn, diesen Mischbahn aus Kupfer und Zink. Für mehr Verwendung hast du dafür nicht. Dafür findest du die ganz schön im Überfluss. So, und wir haben gestern auch festgestellt, dass der Berserker mittlerweile auch durch hinten reinrennt, ne? Das heißt, wenn wir jedes Mal zum Fahrstuhl wollen, ja, rumzuplagen. Unverschämtes Ding, ey. Rennt er dort hinterher, also muss man dann dauerhaft durchrennen. Schön, dass das hier nicht nachlädt. Mann. Da denkst du, du rennst hier in ein Loch rein. So, einmal runter. Gleich haben wir es geschafft. Dann noch den Fahrstuhl brauchen wir bloß noch reparieren und dann haben wir es geschafft. Dann können wir den Fahrstuhl benutzen. Dann müssen wir diesen langen Weg nicht mehr gehen. Das ist quasi das letzte Mal, dass wir diesen langen Weg hier gehen. Sehr schön. So, einmal hier runter. Na, lass mich durch hier. So, einmal hier hoch. Zack, sehr schön. Dann hier kleine S-Kurve noch laufen und dann haben wir es geschafft. Ums. Da hinten um die Kurve, dann sind wir da. So. Wieder kein Erz hier oben angekommen. So. Wie gesagt, das hier unten nehmen wir natürlich auch gleich noch mit, wenn wir einmal hier sind. Wäre es schade, wenn wir es nicht mitnehmen, ne? So. Salpeter. Zuvor habe ich auch schon gesehen. Ach ja, wir gehen erstmal zur Stamina-Bank. Ach, hier ist das Licht angeblieben, oder? Nee. Nicht geblieben, da. Komischerweise hat er sich das nicht gemerkt. So. Da ist meine Bank. So. 20 Minuten sollten reichen. So, dann bauen wir das jetzt hier noch schnell wieder ab und dann reparieren wir den Fahrstuhl. Dann nehmen wir jetzt erstmal einen Salpeter. Den guten Salpeter. Auf zu Sulfur. Nee, das war Sulfur. Das ist Salpeter. Was redet er denn wieder für ein Mist? Und ihr sitzt wieder vor dem Bildschirm und schüttelt einfach nur den Kopf. Ich verstehe es. Ich kann es ja verstehen. Entschuldigung. So. Oh. Eisen ist sehr schön. Oben beim Berserker war ja auch noch Kupfer, ne? Ach, musst du immer hier reinfallen? Das ist echt nervig. So. Hier war nichts. Da hinten war noch, glaube ich, was. Jawohl. Oh. Sulfur und Eisen. Sehr schön. Kommt zu Papa. Sehr schön. So muss... Da. Jetzt auch. Jetzt. Danke. Da. So. Sulfur. Und dann haben wir es. Dann reparieren wir den Fahrstuhl endlich. Ich hoffe, wir brauchen jetzt kein spezielles Werkzeug dafür, ey. So. Kannst du wegpacken? Okay. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Wir reparieren jetzt den Fahrstuhl. Ich hoffe, der hat gespeichert, dass hier die... Ja. So. Repair. 15 Minuten. Und dann funktioniert der Fahrstuhl. Weißt du, weil jetzt nicht diese Kabel zusammenfügen, was da 15 Minuten dauert? Mach mal aus. Das sieht man leider nicht. Ein bisschen sieht man vom Klebeband, ne? Activated. Kommt der Fahrstuhl oder kommt er nicht? Ja, er kommt. Sehr schön. K-
Könnte auch aus einem Horrorspiel sein, ne? Die Szene mit dem Fahrstuhl. Ja. Mach es dir mal zu. Ach, aktiviert muss ich noch drücken, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, warum fährt er nicht? So, jetzt sind wir da raus, ob der gute Berserker deaktiviert ist oder aktiviert ist. Auf jeden Fall ist der Weg definitiv kürzer geworden, ne? Da hinten steht er, ich weiß jetzt nicht. Ist er jetzt wieder deaktiviert? Tatsächlich. Er ist wieder deaktiviert. Also ist das ein Fahrstuhl-Bug quasi. Weil wo wir hier rüber zu Fuß quasi runter sind in die Mine und wieder hoch, war er trotzdem aktiviert, ne? Jetzt ist er wieder deaktiviert. Du bist so eine kleine hässliche Kreatur. Das habe ich dir schon mal gesagt. Außerdem, ich habe dich schon so oft besiegt. Das Positive daran ist, wir können ihn wieder einbauen. Da kann er uns jetzt dann nicht mehr so stören. Im Moment stört er jetzt auch gerade nicht, weil er friedlich ist. Also der Bug mit dem Fahrstuhl funktioniert also immer noch. Also haben wir das auch schon mal rausgekriegt. Dann ist das dann eine sehr erfolgreiche Folge gewesen. Vorschlaghammer haben wir uns gebaut. Den Sledgehammer. Wir haben die Munitionswerkbank gebaut. Wir konnten die Mats bauen. Dank Scott für den Fahrstuhl zum Reparieren. Haben den auch repariert. Und wir haben rausgekriegt, dass der Berserker, wenn man den Fahrstuhl benutzt, dann deaktiviert ist. Also, nicht wenn man hochkommt, also hier reinkommt quasi, dann ist er noch aktiv. Wenn man hier durchrennt, mit dem Fahrstuhl runterfährt und dann wieder hochfährt, ist er auf jeden Fall deaktiviert. Ihr seht ja, er steht da. Einfach so rumbetröppelt. Guck mal hier, wie aus Stein, ne? Ein Mann aus Stein. Naja gut, Mann wollen wir jetzt mal nicht gleich sagen dazu. Das ist und bleibt halt noch ein Zombie, ne? Ah, jetzt weißt du, warum der so Steine schmeißen kann und von oben regnen lassen kann, Steine. Er ist der Zombie der Steine. Kein Wunder, dass es so hässlich ist. Oh mein Gott. Gut. Das nehmen wir noch mit. Und dann haben wir das hier geschafft. Dann ist die soweit erstmal die Mine jetzt hier alles soweit vorbereitet. Das Einzige, was wir demnächst machen werden, ist... boah, da kannst du nicht mal zum Zehendoktor gehen und schneiden lassen. Das ist echt ekelhaft. Ja, er ist wirklich der Zombie der Steine. Alles klar. Mach's gut, mein Freund. Wie gesagt, als nächstes werden wir den noch hier ein bisschen einbauen. Damit wir dann immer Ruhe haben. Da kann er dort drinnen wütend, ausrasten, sauer sein, wie er möchte. Aber von ihm geht dann definitiv auch keine Gefahr mehr aus. Schön, hier gibt's nochmal Eisen. Das nehmen wir natürlich auch noch schön mit. So, zack, 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 so, sehr schön, sehr schöne Folge. Hier konnte man wunderbar wieder was an den Resultaten sehen, oder hier konnte man Resultate sehen, besser gesagt. So, ist die Frage, ja, man kann sie bewegen, ne? Nee, kann man nicht, steht zwar da, dass man sie bewegen kann, aber man kann sie nicht bewegen. Ja, so. Weil sonst hätte ich den nämlich mal mitgenommen. So verteilt beim Banditenlager oder so. Einfach draufgeschossen, Feierabend. So. Hier können wir das Licht ausmachen. Dann. Zack. Motor starten. Und let's go. Fahren wir jetzt noch gemeinsam quasi zur Base zurück. Tun unseren Loot ein bisschen verräumen, beziehungsweise schon die nächsten Barren vielleicht anfertigen lassen. Und dann sehen wir uns morgen in einer neuen Folge wieder, wenn wir dann mal den Sledgehammer in Action erleben werden. Wenn wir mal auf große Loot-Tour gehen, dann werden wir hier die ganzen Autos abbauen. Vielleicht, wenn wir noch einen Bären sehen, wenn wir den... Vorsicht, 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 zu früh eingelenkt. Vielleicht nehmen wir noch einen Bären mit, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist morgen große Loot-Runde angesagt. Und dann würde ich sagen, wenn das alles soweit vorbereitet ist, werden wir noch die Sachen hier in unserer Base fertig bauen. Und dann geht's zum Tunnel. Zum Spezialisten. Den erledigen, dass wir das Mittel für die Molotov-Cocktails noch kriegen. Die City steht ja auch noch an, ne? So. Bobby freut sich wieder, dass wir da sind. Das freut mich. So
Tasten, ne? Oh, ist das schlimm. Mo, kannst du schon ausmachen und das Licht aus. So. Sehr schön. Türe zu, auf den Tod. Safety first. So, dann würde ich sagen. Zack. Was haben wir denn? 8. Kriegen wir noch. Hatten wir jetzt noch Eisen übrig? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, 2 von den roten und 1 von den weißen braucht man für die Munitionsbarrenherstellung da. Das heißt, das. Den nicht. Den auch nicht. Den hier. 8, okay. Boah, wie viel Zink wir übrig haben, ne? Das verbrauchen wir niemals, wenn wir so viel an Kupfer hatten. Schade, dass wir auch kein weiteres Eisen haben. Ich gucke trotzdem mal kurz durch. Ne, okay. Gut, dann stellen wir schon mal die ersten Munitionsbarren her hier. Press oder so. Ingold Press, siehst du das so? Wir finden es raus. 2. Was ist, wenn ich das, das und das mache? Kriegen wir 1 raus. Hast du mehr Verwendung? Weil wir haben echt viel Zink und du brauchst gar nicht sonst so viel Zink, ne? Ich weiß, braucht man mehr Zink, aber. Come on. Irgendwie müssen wir das ja mal verbrauchen. Ne, 4er braucht. Doch, so. Und den hier können wir für da benutzen. Alles klar. Dann machen wir das so. Lalalalalala. So, zack. Zack. Ich wollte gerade sagen. Weil hier stand nichts plötzlich. Ich dachte, es wäre eine Reihe wie der hier auch, ne? Stand gerade 1 da. So. So. Dann hätten wir schon mal die ersten 3 Bahnen. So. Split half. Split half. Split half. Split one. Split half. Split half. Zack. Und split one. Zack. Zack. Und zack. So, dann würde ich sagen, als letzte Amtshandlung warten wir mal ganz kurz 45 Minuten. Der Nebel ist wieder da. Juhu. Aber dürfte eigentlich keine Gefahr bestehen. So, pass auf. Die sind nämlich fertig. Zack. 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 So, haben wir jetzt hier wunderbar verhalbiert. 3. Ne, Quatsch, stopp. Zack. 2. Und dann tun wir den hier noch machen. So. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Die könnten wir jetzt hier noch wunderbar gleich mal. Habe ich die hier noch drin oder habe ich die. Ja nochmal. Halleluja, ey. Hier noch mehr. Natürlich. Warum nicht? Hier haben wir Mörser. So, müssen wir mal gucken, ob das reicht. Dann mörsen wir das gleich noch mit. Was wir haben, das haben wir. So, 1:19. Ja, das soll locker reichen. 6 Stück, 1 Stunde. Da haben wir das nämlich auch mal schon gemacht. Schön. Dann kommst du erstmal wieder hier rein. Ach, hier haben wir auch noch einen. Das können wir draußen dann hinstellen. So. Du kommst hier rüber, da kommst du da rüber. Du auch, du auch. Zink, zink. Das tun wir hier unten rein. Wunderbar. Und dann haben wir das auch erstmal fertig geschafft. Und wie gesagt, morgen geht es dann mit diesem guten Ding hier auf Luthor. Wir haben jetzt Tag 25. Sehr gut.
Nuss haben viele positive Ergebnisse erzielt. Und damit würde ich sagen, machen wir heute hier einen Cut. Wir sehen uns dann morgen zu Tag 26 wieder, wenn es auf große Loot-Tour geht. Das war eine neue Folge von Mist Survival. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.